Es ist der 14. Dezember 2009, als Kräfte der Schutzkompanie des Wiederaufbauteams Kunduz massiv unter Feuer geraten. Die Taliban greifen an mehreren Stellen gleichzeitig an. Ihr Hauptziel ist eine strategisch wichtige Brücke im Distrikt Chardara, ein Gebiet nordwestlich von Kunduz und nur etwa 6 Kilometer vom deutschen Feldlager entfernt. Guck du dahin, Junge! Wir waren hier gerade an der Brücke und sind beschossen worden. So wie es aussieht, Feind aus jeder Richtung, aus Richtung Norden, Süden und oben Westen. So wie es aussieht zurzeit, die ANP, wo dort hinten das Feuer kommt und oben auf dem Hügel haben das Ganze weit im Griff. Glücklicherweise gibt es keine Opfer auf Seiten der Sicherheitskräfte. Immer wieder verlassen Patrouillen das deutsche Feldlager Kunduz, um Präsenz im Raum zu zeigen. Die Soldaten haben manchmal nur 4 Stunden Schlaf. Die Einsatzkräfte reichen in diesen Tagen einfach nicht aus. Nach wenigen Kilometern kommt schon der erste Brennpunkt. Eine Polizeistation der Afghan National Police. Geschützt wird sie auch von deutschen Soldaten. Es ist nicht nur ein Zwischenstopp der Patrouille. Sie bringt die Verpflegung, dann geht es auch gleich weiter. Die Polizeistation war schon öfter im Visier der Taliban. Meist greifen sie mit Sturmgewehren und Panzerfäusten an. Beim letzten Mal haben sie genau auf den Moment gewartet, als nur wenige deutsche Kräfte hier sichern konnten. Die anderen waren überall in Gefechte verwickelt.